nachdem ich den Shit gehackt habe. Aber man weiß ja nie. So, eins geradeaus, dann nach oben und noch eins nach oben. Dann brauche ich noch eins nach oben, auf jeden Fall. Lass mich raten, jetzt finde ich... Oh, super. Dann das dahin und dann fertig. Super, wir könnten das natürlich auch kaputt machen. Kriegen wir so einen Verbandskasten. Ist jetzt halt die Frage, ob das so schlau ist für uns. Ja, wir haben halt noch 3 Minuten Zeit, aber das schickt eigentlich. Ich bin nur ein bisschen... Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Oha. 9, 4, 5, 7. Flatsch, da hat es sich hingelegt. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommen, schießt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. So, hacken. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Yatzen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutanten aufzuerschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erwecken sie auch die Karriere der Mutanten wieder zum Leben. Gut, wir müssen den Lazarus-Vektor wahrscheinlich selbst klatschen. Was war das jetzt? 9, 4, 5, 7. Oh, geil. Hab ich mir doch gedacht. So, benutzen. Wand safe. 9, 4, 5, 7. Untersuchen. Formel für den Lazarus-Vektor. Müssen wir ordentlich was sammeln. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir zu 99% sicher, es geschafft zu haben. Ich brauche nur die Blüte einer Rosa Gallica, um meine Untersuchungen zu bestätigen. Dann werde ich 100%ig sicher sein. Destilliertes Wasser, ein wenig Chloroform. Was ist ein mehrzeiliges Ziel? Super. Mellifera gewonnenes Körperenzym. Was das sein soll? Ha, ganz einfach. In den Spucke. Jo, Napalm ist immer gut. Natürlich jetzt, die sind jetzt nicht mehr auf unserer Seite. Das bedeutet auch, dieses Teil muss gehackt werden. Normalerweise, wie gesagt, habe ich schon bei der letzten Aufnahme gesagt, die halt leider kaputt gegangen ist. Normalerweise ist mir das Hacken relativ egal, aber erstens gibt es Eve und Gesundheit. Zweitens sind die Maschinen auf unserer Seite und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich schon mehr als... tausendmal, wie heißt's, hat sich schon mehr als zigmal bewährt gemacht, das so zu machen. Also es hat sich schon tausendmal bewährt, das wollte ich damit sagen. Nicht so viel Geschwätz. So, und deswegen immer schön hacken. Was für ein Heckmeck, da hexe ich mich jetzt weg. Super.
dann könnten wir ja schon fast Florencia spielen, so viele Hacker wieder rumlaufen. Oh, hat er aber nicht. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Und ich meine es genauso. Die wenigen Spieler, die noch spielen, hacken da rum. Da haben die normalen Leute überhaupt keinen Bock mehr drauf. Habe ich noch so eins? Nein, dann muss ich hier ein bisschen tricksen. So, dann mache ich so und warum nicht lang? Flupp. Super, die sind jetzt auf meiner Seite. Das bedeutet, ich kann mich hier in Ruhe umsehen. Na komm her, Houdini-Splicer. Aber ich glaube, die Houdini-Splicer sind gut gegen Stickstoffgranaten, weil die... Das ist eigentlich ganz gut, wenn die nämlich eingefroren sind, zerbersten die. Deswegen, diese Viecher gehen mir so auf den Sack. Wenn die wenigstens nur einmalig auf den Sack gehen würden. Aber nein, das tun sie ja immer. So, jetzt brauche ich aber eine Rechtskurve. Nee, doch, war schon richtig, eine Rechtskurve. Super. So, und dann nochmal und nochmal. Und weil es so schön war, gerade nochmal. Und dann so eine Kurve nach oben. Und dann wieder eine Rechtskurve. Habe ich da noch eine? Ja, ein paar habe ich noch. Super. So, Chlorophylllösung haben wir ein paar, aber wir müssen halt nochmal alles in Ruhe absuchen. Bevor wir jetzt hier großartig weitermachen. Ionisches Gel, Verkaufsautomat, Hacken. Ja, das bringt natürlich gar nichts. So, dann muss es hier nach oben gehen. Das hier nach da. Boah, warum sind die denn auf einmal so schwer zu hacken? Meine Güte, ich habe so das Gefühl, wir haben so viel auf Hack aus. So, dann brauche ich eins nach oben, dann brauche ich wieder eine Rechtskurve. Oh, das hat aber gerade so geklappt. So. Lazarus-Vektor. Da fehlt mir noch einiges. Super, das hat wie immer nichts gebracht. Ich will die jetzt hacken. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Ja, wenigstens habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit, ey. Boah, war das ekelhaft. Das war richtig eklig, Mann. So, dann nach links. Dann brauche ich so ein gerades Teil. Am besten noch zwei. Gucken, ob ich noch welche habe. Eins noch. Lass mich... Oh, super. Ich dachte, jetzt kommt gar keins mehr. Aber es hätte auch gar nicht anders dahin gehauen. So, davon kaufe ich mir mal vier Stück. Wie viel Eve-Spritzen habe ich denn? Panzerbrechend. Ja, warum nicht? Weißt du was? Ich meine, das Geld habe ich ja. Von daher, warum nett?
So, ich muss jetzt hier was suchen. Arcadia ist riesig, aber zum größten Teil eher ländlich. Falls du etwas Spezielles suchst, würde ich auf dem Farmers Market anfangen. Das ist super. Das sind meine Kontaktminen, das ist gut. Ja, ich habe schon gefunden, was ich brauche. Was das mit diesen Verrückten hier auf sich hat. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. So, deswegen bin ich da eben nicht reingegangen, weil das werden wir sowieso brauchen. Ich weiß, dass du jetzt herkommst. Komm, Bubi. Hm? Oder war das nur einer? So, was haben wir denn hier? Wieder ein Houdini-Splicer. Na komm, hast mich gesehen, ne? Naja, hochprozentiger Alkohol ist hier wahrscheinlich gang und gäbe. Von daher möchte ich da gar nicht so viel. Hier so rumpimmeln mit dem Geschiss. So, den hack ich mal. Ne? Vielleicht ist er dann auf unserer Seite. So, jetzt brauche ich sowas nach unten. Dann nach hier. Noch eins nach unten. Dann habe ich ein bisschen Zeit zum Rangieren. Am besten noch eins nach unten. Ja, super. Dann sind wir auch schon fertig. So, der ist jetzt auf meiner Seite. Der andere Houdini ist... Naja. Dem geht's nicht mehr so gut, würde ich sagen. So, holen wir uns das Buch mal. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoff... Power to the people! Super! ...an den Rest der Stadt verkaufen. Und die anderen Jungs Rückstoßverringerung, Schrotflinten, Feuergeschwindigkeit, Chemowerferverbrauch. So, ich versuche jetzt erstmal den Chemowerfer so ein bisschen abzugraden. So, den hack ich natürlich auch. Super, jetzt muss ich nach oben. Und nochmal nach oben.
Mal gucken, ob ich da noch ein paar finde oder ob ich das auf einem complicated Weg machen muss. Nee, super, ich finde noch eins. So, und dann brauche ich eine Linkskurve und dann ist der Käse gegessen. So, was kann ich denn kaufen? Panzerbrechend. Ich brauche aber eher so Anti-Personenkugeln. So, normalerweise benutze ich Napalm, das geht nämlich viel besser ab als Dingsbums. Ist seit Genfer Konvention einfach verboten, weil das sozusagen, ja, es ist halt wirklich wie Napalm. Chlorophyll-Lösung. Safe. Der war jetzt relativ leicht, deswegen war das ein bisschen doof. Aber na gut, hab ja gesagt, Saves immer. Hm, Peppriegel. Super, das gibt Tinte im Füller. Geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Natürlich. Es ist... Bin natürlich ich. Rapture interessiert mich jetzt so extrem. So, zum Markt. Benutze die Urwind-Station, um Spezialmunition und neue Tonika herzustellen. Super. Muss jetzt mal auf die... darf die Uhr nicht vergessen. Ich will jetzt nicht zu lange aufnehmen. Die letzte Aufnahme war super. Hat alles wunderbar funktionuckelt. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Ach, ich sollte das vielleicht so machen. So. Die hacke ich jetzt mal. Oh, das ist eine schöne Musik. Gefällt mir. Vielleicht ein bisschen altmodisch. Aber wen interessiert's? Mich nicht. Jetzt brauche ich so eine Rechtskurve. Da haben wir eine. Natürlich nicht im politischen Sinne. Splittergranaten, das ist super. Was? Erstklassige Äpfel. Ja, so erstklassig sind die auch nicht mehr. Im Springhecken, das kann auch nur unser Typi hier. So. Meister, was?